Das Heimatfest in Mansfeld begann am vergangenen Wochenende mit einer besonderen Aktion. Am Viadukt versammelten sich unzählige Kinder und ihre Eltern. 100 Jahre zählt die Brückenkonstruktion nun bereits. Das Bauwerk wurde 1918 und damit 2 Jahre vor Inbetriebnahme der Wipperliese fertig. Zu Ehren des Viaduktes wurden 100 Luftballons in den Farben Blau-Grau, also wie die Wipperliese, verteilt, die dann Punkt 13.38 Uhr in den Himmel aufstiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die kleine Bahn laut Fahrplan die Brücke zu überqueren und zur Feier des Tages legte die Wipperliese einen kurzen, unplanmäßigen Stopp ein. Nach dieser Aktion ging es dann auf dem Festplatz weiter. Für die Kinder gab es eine riesige Hüpfburg, ein Karussell, eine Schießbude und Kinderschminken. Süßes hatte die Firma Topf in ihrem großen Wagen natürlich auch dabei. Die Erwachsenen besorgten sich erst einmal eine Bratwurst und ein kühles Getränk. Und im Festzelt war der Kuchenstand oft das Ziel der Besucher, die die Qual der Wahl hatten. Und das war wirklich eine schwere Entscheidung, sah doch jedes Exemplar köstlich aus und auch die Anzahl der Kuchen war ebenso erstaunlich. Den Kindern zuliebe wurde das Programm der Leimbacher Knirpse um 15 Minuten vorverlegt. Immerhin warteten diese nun schon eine halbe Stunde bei den tropischen Temperaturen vor der Bühne. Mit viel Charme begeisterten die Mädchen und Jungen das Publikum. Absolutes Highlight bei den Gästen war die Performance zu Hula Palu. Über den nicht enden wollenden Applaus und die Zugaberufe freuten sich natürlich alle Kids. Eine weitere Attraktion auf dem Festplatz war aufgrund ihrer enormen Ausmaße nicht zu übersehen. Doch hinter den Luftkissen verbarg sich keine Hüpfburg für Kinder, sondern ein riesiger Menschenkicker. 8 Mannschaften hatten sich für das Turnier gemeldet. Immerhin lockte für den Sieger ein 50 Liter Fass Bier, für den Zweitplatzierten ein 30 Liter Fass und für den Drittplatzierten gab es noch 10 Liter des kühlen Getränkes. Jedoch hatten die Spieler wohl mit weniger Anstrengung gerechnet. 34 Grad im Schatten, das forderte schon mächtig Kondition. Die Spielzeit wurde aus diesem Grund auch von 8 auf 7 Minuten verkürzt. Kurz vor 15 Uhr gab es dann für die Teilnehmer die letzten Infos und wie es sich unter Sportlern gehört, ein Dank den Helfern und Sponsoren. Ja. Ob das Anita und Ricardo sind, die auch immer im Einsatz sind. Freddy Büchner, Enrico Sauer, Corinna, Christian Zimmermann, Sabine Metz, Frau Kolbe und wie sie alle heißen, die machen das ja wochenlang in Vorbereitung, das kriegt hier immer keiner mit. Wir kommen immer alle her und feiern, freuen uns des Lebens, aber keiner würdigt das so richtig. Deswegen jetzt mal einmal einen donnernden Applaus für die ganzen Helfer im Hintergrund. Und noch 2 Hände nehmen kurz lauter. Dann ging es los. Die Regeln im Kopf, die Sonne im Nacken, die Zuschauer an der Bande und den Ball bereits im Tor. Es war schwerer, als es aussah, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Mit ein paar Impressionen wollen wir Sie am Spaß teilhaben lassen.